Soft steht eigentlich so für die Emotion. Unsere Musik ist ja sehr emotional. Und Punk eben für die lauten Elemente. Ich glaube, gerade was diese ganze digitale Technologie-Geschichte angeht, war das bei mir persönlich so, dass ich in der Zeit, in der wir unsere Songs geschrieben haben, überlegt habe, worüber soll ich einen Text schreiben? Und dann irgendwie ist es dann schon was einen irgendwie umgibt. Und sozusagen in keiner Phase war, wo ich krasse Herzschmerzen habe oder irgendwie irgendein emotionales Erlebnis hatte, wo ich jetzt einen Text zu schreiben will, habe ich mir einfach ein Thema überlegt. Worüber es interessant wäre zu schreiben, wo man natürlich immer wieder einen emotionalen Moment drin finden kann, sozusagen. Du siehst mich auf deinem Screen, siehst ganz wild an mir herum. Für dich bin ich nicht real, dein Gesicht im Datenstrom. Du schaust auf. Es geht auch gar nicht darum, in der kritischen Auseinandersetzung mit Technologie, sondern es geht wirklich einfach nur darum, wo man diese Softness sozusagen finden kann. Und in einem Text, wo uns nicht einfach nur um mich geht, wie es mir gerade geht, sondern in irgendeinem anderen Kontext sowas zu finden. Viel Gitarrenmusik beschäftigt sich ja so thematisch mit nostalgischen Themen, so als würde man immer noch den ganzen Tag in der Kneipe sitzen und Zigaretten rauchen und Bier trinken und sonst nichts machen. Dabei verbringt man als Junggeselle des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich 90% des Tages am Laptop. Und das kann man kritisch betrachten, denn das bringt auch viel Schlechtes, es bringt aber auch viel Gutes. Und dementsprechend gehört das einfach zu der Lebenserfahrung, die man so macht, dazu. Und darüber schreibt man ja. Die Entscheidung, nicht in Hamburg aufzunehmen, stand eigentlich schon seit anderthalb Jahren oder so fest, oder ja, seit zwei sogar, seit wir entschieden hatten, wieder mal was aufzunehmen. Und dann waren wir halt irgendwann an dem Punkt, wo wir tatsächlich damit zufrieden waren, mit dem, was wir hatten. Und Rom kam so zustande, dass ein befreundeter Produzent von uns eben Italiener ist. Für uns sowieso auch immer ein ganz spannender Aspekt eigentlich, gerade wenn man sich so ein bisschen von deutscher konventioneller Musik lösen möchte, dann auch so zu hören von Leuten oder von Freunden, die irgendwie aus dem Ausland kommen, kein Deutsch verstehen oder sowas, wie die Musik auf sie wirkt, gerade dadurch, dass sie den Text eben nicht verstehen können, ob die Lieder trotzdem die Emotionen vermitteln können, auch wenn man den Text nicht versteht oder so. Es war immer eine spannende Sache für uns auch. Also wir hatten einen Bus ausgeliehen von einem Freund von uns. Schönes Auto. Es hieß Green Mamba. Und wir haben einen Anruf gekriegt im Studio, dass das Auto weg ist. Ich bin traurig, deinetwege. Ich bin traurig. Wegen diesem Autodiebstahl hat sich dann ein Name für unser eigenes Label ergeben, nämlich Grüne Wasser Weblog Records. Und das kam eben dadurch zustande, dass wir eben bei der italienischen Polizei saßen und halt diesen Diebstahl gemeldet haben und die uns einen Polizeibericht auf Italienisch geschrieben haben. Und damit wir auch verstehen, was sie aufgeschrieben haben, haben sie es eben bei Google Translate übersetzen lassen. Da standen noch viel witzige Sachen drin. Da stand auch drin, dass derjenige, von dem wir das Auto geliehen haben, das Auto 1994 zur Welt gebracht hat. Genau, das war aber irgendwie die lustigste oder beziehungsweise passendste Wortkombination für dieses neue Superlabel.